Was müssen Mieter und Vermieter bei der Anbringung von Rauchmeldern beachten? Mehr erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Makler Immobilienwissen, mein Name ist Carsten Frick und heute geht es um Rauchmelder. Was müssen wir da eigentlich beachten? Gerade Vermieter und Mieter stellen mir persönlich immer die Frage, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Und das möchte ich heute in dem Video erstmal mit euch zusammen klären. Generell kann man erstmal sagen, leider sterben immer noch fast 500 Personen bei Wohnungsbränden und deswegen sind natürlich so Rauchmelder schon allein aus der Logik heraus, glaube ich, einfach lebensrettend und jeder sollte sich einen Rauchmelder auch selber installieren aus Eigeninteresse. Es gibt schon seit vielen Jahren, eigentlich mittlerweile auch jetzt in allen Bundesländern, die Verpflichtung, dass gerade in Neubauten Rauchmelder eingebaut sein müssen. Das ist schon mal generell Fakt. Aber so in den letzten Jahren kam es natürlich häufiger auch in verschiedenen Bundesländern zu gewissen auslaufenden Fristen, wo auch in bestehenden Bestandsimmobilien auch Rauchmelder von Vermietern nachgerüstet werden müssen. Hier in Nordrhein-Westfalen war es halt so, Ende 2017 musste jede Bestandsimmobilie mit einem Rauchmelder ausgestattet sein. So, wer ist dafür verantwortlich? Das sind eigentlich auch immer so die Standardfragen. In der Regel ist immer der Vermieter dafür verantwortlich, die Installation des Gerätes vorzunehmen. Aber nicht nur die Installation ist verpflichtend, sondern auch die Wartung der Geräte. Und es gibt aktuell sogar noch zwei Bundesländer, das wäre Berlin und Brandenburg, wo diese Installationsfrist noch gar nicht ausgelaufen ist, nämlich erst Ende 2020 läuft da die Frist aus, dass dort auch alle Vermieter alle bestehenden Immobilien mit Rauchmeldern ausstatten müssen. So, und bei der Wartung, was versteht man unter der Wartung? Wartung bedeutet, man schaut, hängt der Rauchmelder überhaupt noch an der Decke? Sind alle Öffnungen, wo der Rauchmelder quasi den Rauch auch erkennen soll, geöffnet? Kann da also auch Rauch eindringen? Und der eigentliche Funktionstest ist dann über den Knopf durchzuführen, sodass man dann eben schaut, funktioniert der Rauchmelder noch? Sind die Batterien, die noch in dem Gerät sind, auch noch funktional? So, und da gibt es jetzt ein paar Unterschiede. Da gibt es nämlich ein paar Bundesländer, wo der Eigentümer dafür verantwortlich ist. In fast allen Bundesländern ist der Mieter dafür verantwortlich, aber in den Bundesländern ist der Eigentümer dafür verantwortlich. Das wäre einmal Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. In diesen Bundesländern muss der Vermieter sich darum kümmern, diese Wartung regelmäßig durchzuführen. Und bei der Wartung ist ja so dieses Thema Batterie. Ne? Also Wartung heißt auch, der muss dafür sorgen, dass die Rauchmelder auch funktional in der Zeit halt auch laufen und immer die Batterien auch voll sind. Und hier gibt es natürlich auch ganz große qualitative Unterschiede. Das heißt, es gibt Rauchmelder, die gibt es schon bereits für 5 Euro pro Stück. Und es gibt Rauchmelder, die kosten auch bis zu 100 Euro. Aber so ein normaler, gängiger Rauchmelder mit einer 10-Jahres-Batterie kostet in der Regel so zwischen 20 und 30 Euro. Und wenn natürlich der Mieter dafür verantwortlich ist, könnte es ja theoretisch dem Vermieter egal sein, dass er dann sagt, Mensch, ich installiere den, da komme ich meiner Verpflichtung nach. Und über den Batteriewechsel muss der Mieter sich dann selber drum kümmern. Aber gerade in den Bundesländern, wo es natürlich darauf ankommt, dass der Vermieter sich auch drum kümmern soll, dann ist es natürlich gar nicht so uninteressant, dann auch Produkte zu kaufen, die eine sehr lange Batterielaufzeit haben. Deswegen meine Empfehlung für euch, wenn ihr Vermieter seid oder auch eure eigene Wohnung ausstatten wollt, kauft euch einfach qualitative Geräte, dann habt ihr auch 10 Jahre lang erstmal nicht überhaupt den Gedanken daran zu verschwenden, die Batterie in dem Gerät zu wechseln. Als Vermieter ist man aber auch verpflichtet, über diese Wartung, die jährlich passieren soll, auch Protokoll zu führen. Das heißt, ihr müsst quasi in die Immobilie einmal im Jahr reingehen und eigentlich den Knopf drücken und zu gucken, hängt der Rauchmelder noch an der richtigen Stelle. Das sollte man dann auch dokumentieren mit so einem Protokoll, dass man für sich sagt, am so und so vielten war ich in der und der Wohnung und habe eben geschaut, ob die Rauchmelder funktionieren.
Ja, wie sieht es mit den Kosten aus? Bei den Kosten, das ist auch ein wichtiges Thema. Wenn man jetzt Mehrfamilienhaus besitzt, dann ist natürlich so eine Investition für 8 oder 10 Wohnungen nicht ganz unerheblich. In der Regel müssen in allen Schlaf- und Kinderzimmern Rauchmelder installiert werden und auch in allen Fluren. Gleichzeitig gilt aber auch in verschiedenen Bundesländern die Verpflichtung, dass auch im Wohnzimmer auch ein Rauchmelder installiert sein muss. Das bedeutet, bei einer Dreiraumwohnung können schnell 3 bis 4 Rauchmelder pro Wohneinheit auf einen zukommen. Mal 10 wären 40 Rauchmelder, mal 20 Euro als Beispiel wären schon direkt 800 Euro Investment. So, man hat die Möglichkeit als Eigentümer einen Teil dieser Kosten umzulegen. Man kann quasi 8% der Anschaffungskosten pro Jahr auf den Mieter umlegen. Was bedeutet, wenn man jetzt mal 100 Euro nimmt als Beispiel, dann könnte man 8 Euro pro Jahr auf den Mieter umlegen und wenn man das auf den Monat runterbricht, wären es sogar nur 67 Cent pro Monat. Also da besteht schon mal die erste Möglichkeit. Dann gibt es sogenannte Ablesedienste, die auch Heizungen ablesen. Die bieten mittlerweile auch einen Mietservice für Rauchmelder an. Das heißt, als Eigentümer könnte ich sagen, ich will diese Investition für meine Häuser gar nicht tätigen, sondern ich miete mir die Geräte an. Dann kann ich quasi die bestehende Miete kann ich auch umlegen auf die Mieter. Weiterhin, wenn man die Geräte anmietet, hat man natürlich den Vorteil, dann muss man sich nicht mehr um die Wartung kümmern, weil nämlich die Wartung dann auch der Mietservice mit inkludiert ist. Bei der Wartung ist aber auch noch zu beachten, Kosten für die Wartung. Also wenn jetzt jemand rausfährt, die Rauchmelder auf Funktion überprüft, diese Kosten kann man auf den Mieter umlegen, also im Mietvertrag, aber sie müssen im Mietvertrag auch vereinbart sein. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr Mieter seid, vielleicht mal gucken, ist das überhaupt in meinem Mietvertrag vereinbart? Und wenn man Vermieter ist und da natürlich auch aus eigenem Interesse diese Dinge umlegen möchte, sollte man das in zukünftigen Mietverträgen immer mit reinschreiben. Ja, das erstmal zum Thema Rauchmelder. Ich kann euch nur ans Herz legen, installiert die Dinger, macht es bei euch selber zu Hause, weil wenn mal der Ernstfall eintritt, meistens nachts, dann ist es euer Leben und dann ist es nicht die Investition von eurem Vermieter, die darüber entscheidet. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Immobilienwissen, abonniert den Kanal, die Glocke nicht vergessen. Bis bald.